Hi Leute, um ehrlich zu sein, ich bin ein bisschen müde und K.O. Ausgebrannt ist das richtige Wort. Ja, YouTube ist total anstrengend, BB war anstrengend und Kommentare kommentieren ist auch immer anstrengend und dann kriege ich immer schlechte Kommentare und bin traurig. Und auf jeden Fall habe ich letztens in der Trauer mal in die WhatsApp-Gruppe von mir Darum, Bibi und Dagi geschrieben, meinte so, hey Mädels, mir geht's nicht so gut. Da hat die Darum mir sofort geantwortet und meinte, ey Aaron, mach Yoga, Yoga entspannt. Und habe ich gesagt, ey, Darum, super Idee, bei Star Wars bin ich immer dabei, ey, geil. Und deswegen bin ich jetzt auf einer Yoga-Messe und hoffe, die macht es mit mir. Nee, Aaron, nee, ich hab dir schon gesagt, Yoga hat nichts mit Star Wars zu tun. Das ist eine Entspannung. Ja? Ach, deswegen wird die mein Lichtschwert nicht mitbringen? Ja, gut, dann gucke ich mal, ob ich mich da drin entspannen kann. Das ist also Yoga. Hübsche Mädels in Leggings regeln sich. Finde ich super, der David Hein sicher auch. Da frage ich mich aber, darum hat mir den Tipp gegeben, die passt doch ja nicht rein. Ich habe gerade gesehen, Sie suchen einen Yoda-Lehrer. Ja. Ja? Ich bin prädestiniert dafür, weil ich habe alle Star Wars Filme gesehen. Ich bin gegen die Sith und die macht es in mir sehr stark. So, was ich hier gleich jetzt mitgekriegt habe, alle haben locker lässige Kleidung an, hab einen Fehler gemacht, eine Jeans an. Ich will auch so was haben, dass ich Spagat machen kann und alles. Oh, ich habe so einen Muskelkater vom Fußball, aber ich brauche jetzt Klamotten. So, ich bin sicher falsch angezogen, oder? Das kann man so sagen, ja. Ich bin momentan total verspannt und brauche Yoga zur Entspannung. Ja, und da braucht man auch Sachen, die mich schon grundsätzlich entspannen. Was haben Sie denn da so da? Wir haben auf jeden Fall schon mal die Pomanda vom Aurasoma, was gerade auf dem aufsteigenden Ast ist. Was ist auf dem aufsteigenden Ast? Die Pomanda. Mir ist wichtig, ich will entspannen, weil ich arbeite bei den Medien und bin seit Promi Big Brother 14 Tage mit dem Wendler. Ich bin verspannt, ich muss runterkommen. Ich bin verspannt, ja, dann komm mal runter. Ja, was hast du denn da? Hast du da nicht irgend so ein Zauberfläschchen? Natürlich, ich mache ein paar Zauberfläschchen für dich. Ja, die musst mal. Du nach den Farben wählen, die kann ich nicht für dich aussuchen. Ja, super. Oh, guck mal das, ja. Was ist blau? Was verbinden wir mit blau? Himmel. Sehr gut. Himmlischer Frieden ist es. Hast genau richtig gezogen. Rot wäre Feuer, noch mehr Aufregung, noch mehr Energie. Deine Aura ist das, was dich umgibt. Wie ist denn meine Aura gerade? Naja, du hast ja selbst gesagt. So schnell kann man die nicht ändern. Hallo! Techniker? Nee, Aaron. Alles gut. Was war denn das jetzt? Alles gut. Dann zeige ich es ohne ihn hier übrigens, ja, kommt mal mit. Für Chihuahuas, ja, falls die mal richtig Durst haben. Und das ist für Labrador, weil die Labrador trinken ja mal mehr. Und dann haben wir aber noch für riesen Berner Sennhunde die großen, ja. Und übrigens, aus der Schale isst Robert Hofmann noch eben morgen seine Cornflakes. Hoppla. Ah, jetzt zeigen Sie mal. Wie heißt denn das tolle Gerät? Das ist ein Massagegerät, eine Knetmassage, wo die Kugeln versetzt sind. Die eine spielt den Daumen von dem Masseur und die andere den Ballen benutzt. Okay, ich kenne das Gerät von der Venus. Waren Sie da auch? Ja, waren wir auch, genau. Wirklich? Ja. Da fehlen mir die Tasten. Wie heißt es nochmal? Harmonium. Harmoniumspieler, wie heißt der beste Harmoniumspieler? Ja, es gibt einen sehr bekannten in diesen Yoga-Kreisen, das ist der Krishna Das. Das ist ein Amerikaner, der auch bei den Grammys schon gespielt hat. Lady Gaga nutzt es nicht. Bisher nicht, aber irgendwer aus dem Pop hat es auch. Norbert. Goethe. Bushido. Bushido ist Hauptinstrument. Kennt ihr 17 Hippies? Nee, will ich auch nicht. Yoga macht man ja auch oft zu zweit, oder? Gibt's auch, ja. Wollen wir mal zusammen Yoga machen? Jetzt? Nee, so privat mal, ohne Kamera. Oh Gott, hallo. Weiß Nike, dass sie ihre Schuhe nachmacht? Die machen unsere Schuhe nach. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wer wen nachmacht. Erstmal müsste ich die Nikes sehen. Wie teuer? Die kosten auf der Messe 115. Oh. 115? Ja. Ihr habt 20 bei. Die werden auch aus... Von Kleinkindern in Thailand genäht und deswegen muss man... Nein.
Wir haben auch zum Beispiel Produktionsstätten jetzt mittlerweile in Südafrika und Portugal. Das heißt, der Gedanke geht dahin, man muss natürlich, braucht ein bisschen Zeit, aber... Also sagt ihr euch anstatt die kleinen asiatischen Kinder, die kleinen afrikanischen? Das ist aber gemein. Leute, den pfiffigen Typen da hinten mit der Brille, den kennen wir von der Ostpro. Hi, kennst du mich noch? Ja, natürlich, er von der Ostpro. Ja. Du warst so der pfiffige Typ, der hier an Socken Fußsohlen rangeklebt hat. Ja, nicht ganz rangeklebt, aber richtig eingeschweißt quasi. Wie viele Schuhe hast du seit der Ostpro verkauft? Seit der Ostpro? Mhm. Das ist ja jetzt schon wieder ein halbes Jahr her. Ja, also mindestens 6 oder mehr? 5.000. 5.000? Die Dinger kosten 100 Euro, hast du mal gesagt. 79. 79, sagen wir mal 100, rechnet sich. 5.000 mal 100, dann bist du ja reich. Hey, junger, reicher Typ. Schuhmacher sucht Frau auf RTL. Meine Verlobte, die läuft hier rum, ist glaube ich nicht so gut. Oh, dann hau ich jetzt ab, nicht, dass sie mich verhaut. So, ich habe hier jetzt gleich eine Dame, die zeigt mir eine typische Yoga-Entspannungsübung, ja. Einfach ranhängen und baumeln lassen mal die Seele. Ich glaube, wenn man die gleiche Übung mit Robert Hofmann machen würde, bräuchte man aber zwei Riemen, weil da reißt man schnell. In einer Nation schiebst dich weg, streckst die Beine durch. Ja, ja, genau. Super. Hände nach oben. Hält die Wand mich? Ich habe etwa 81 Kilo. Only one way to find out. Okay. So Leute, während ich hier noch ein bisschen abhänge, habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr nach da klickt, guckt doch mal 5 Sachen, die auf YouTube laufen, aber die ich nie machen werde. Und wenn ihr sagt, nein, wir wollen was anderes sehen, klickt dahin, da habe ich nämlich fürs Frühstücksfernsehen die Jungs von Bullshit TV getroffen. Ich muss noch entspannen. Oh.